Wir reagieren heute auf... Melina und Eli machen einen Beziehungstest. Wie gut kennen wir uns? Genau. Let's go. Here we go. Auch wir reagieren heute Eli auf... Oh, why always me? Eli Geller. Eli Geller, you're the best. Eli Geller. Das kannst du auch reinschneiden. Congratulations, Elias. I'm big fan. Ellie, das kannst du auch reinschneiden. Ich sag's auch einmal. Ellie Geller. Und ich möchte das dann nächstes Mal in dem Vorspann drin haben. And I see your video in YouTube. YouTube. Melina und ich werden uns heute einen Beziehungstest unterwerfen. Noch eine verrückte Idee von Eli heute. Beziehungstest. Wie gut kennen wir uns? Wie sehr lieben wir uns? Wie sehr lieben wir uns? Guck mal, ich kenn's schon auswendig. Warum redest du während die Weil wir das schon 10-mal gehört haben und ich schon also, auswendig kann. Wir haben es schon ein paar Mal versucht, aber jetzt geht's okay. Los. Fragen wir sind und dann werden wir darauf uns festlegen, wie viel wir richtig machen. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir ein Paar, was es sich verdient, die nächste Urlaubsreise sponsern. Oder wenn wir... Oder noch ein paar Tage. Was willst du denn die ganze Zeit hier auf Pause drücken? Nicht schaffen, dann müssen wir mehr Dates haben, damit wir uns besser kennenlernen. Nee, das ist scheiße. Wie viele Fragen sollen wir machen? Okay, 50 Fragen. Ja, wir machen 50. 50 passt. Ich sag, wir dürfen 5 falsch haben. Oha. Wir kennen uns 10 Jahre. 5 ist schon hart. 5 ist eine Ansage. Okay, dann. Seht ihr, dieser Ton von dem Moderator ist laut, aber ihr wolltet das so haben. 7. Christian, okay, 10. Also, wenn das jetzt Pärchen zusammen... Lass die Finger jetzt von der Leertaste. Warum wusstest du, dass der überhaupt Moderator ist? So weit kam mir doch gar nicht. Haben wir doch gerade gehört. Mach das nach. Könnt ihr immer stoppen und es nachmachen und dann gucken, wie gut ihr wart. Das ist voll die gute Idee. Sollen wir das machen? Was denn? Ich hab Hast nicht du nicht zugehört? Das ist ja, Aufgabenstellung nicht gelesen, Zeit. Aber Aufgabe beantwortet. Und dann liest du, oh, ich habe das falsch hingeschrieben. Okay, mach einfach jetzt an. Das ist auch irgendwie... Also, nochmal für dich. Wir machen auch einen Beziehungstest. Okay, let's Los, go. Dann lernt man sich vielleicht auch besser kennen, wenn man noch nicht so lange zusammen ist. Gute Idee. Deswegen bist du mit dem Gotti zusammen. Okay, dann mach mal die erste Frage. Genau, wir fangen mal entspannt an. Was ist die Lieblingsfarbe des Partners? Hab. Ich auch. Aber das dauert, glaube ich, zu lang. Das Video geht 43 Minuten, wenn wir da immer auch noch irgendwie... Nach jeder Frage. Nein, das ist gut, weil dann können wir interagieren mit dem Video. Okay. Aber wir machen es schneller ohne Aufschreiben, wir sagen es einfach. Okay, ich muss jetzt echt kurz überlegen. Ja, ich... Warte, nicht... Wir müssen doch unsere sagen. Okay, ich würde sagen blau, deine. Falsch. Ich habe keine. Ich würde sagen, wir beantworten die Fragen nicht. Doch. Du hast keine. Ja, früher war es rot und jetzt habe ich keine Ahnung. Deine ist... Amas ist denn rot? Ah, Amas. Deine ist beige. Nee, ich habe auch keine. Ja, das wussten wir eigentlich. Egal, weiter geht's. Ich habe aufgeschrieben. Okay, ich auch. Ach, warte mal, aber wie ist das? Hast du schon geguckt? Ja, aber ist richtig. Aber eigentlich muss ich dann auch reinschreiben, was die richtige Antwort ist. Weißt du? Theoretisch, ja. Ja aber nein, du sagst ja erstmal deine Antwort und dann zeige ich meine Hände. Ja, okay, oder so. Okay, ja, gut. Okay, ist richtig. Babyblau ist meine Lieblingsfarbe. Was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis. Ja, auch. Scheiße, oder? Scheiße, oder? Okay, oh, nächste Frage richtig. Ist Wort 3. Ja, war doch richtig. Ja? Oh, guck mal, die sind bis jetzt besser als wir. Ja. 1 von 1 richtig. Was ist das Lieblingsbuch des Partners? Boah, gar wir lesen keins. Gar nicht. Weiter geht's. Das weiß Eli nicht. Was willst du bei mir wissen? Naja, ich würde mal eins aufschreiben. Was ist das für eine Frage, Digga? Lieblingsbuch. Von dem ich weiß, dass du es... Oder, das ist doch... Du weißt doch gar nicht, wie mein... Ich glaube sogar, ich weiß eins, ne? Was ist bei dir? Boah, Lieblingsbuch, es ist so schwierig. Es gibt so viele Bücher, die ich richtig gern mag. Ich würde jetzt vielleicht, was ich kürzlich gelesen habe, was richtig spannend war, wenn sie wüsste. Der Insasse. Nee. Ich dachte, das fandest du gut. Ist das scheiße, Digga. Okay, so, ja, ich mag die Fitzek-Bücher, aber... Mein Lieblingsbuch ist von Zlatan Ibrahimovic, seine Verfilmung. Ah, ich habe Ronaldo-Biografie. Ich hab nicht gelesen. Ich dachte, weil... Von Zlatan Ibrahimovic. Ach, Mist. Egal. Ich habe aber noch nicht so viele Bücher gelesen. Dann als nächste Frage. Was ist das Lieblingsmusikgenre des Partners? Was für Fragen. Ja. Ich weiß es. Was ist denn das, ein Musikgenre? So klassische Musik. Ach so.
Deins ist R&B. Deins ist Deutschrap. Ja. Deutschrap und EDM. Und deins? Ja, schon. Ich mag so. Wir sind so uninteressant. Ja, so Pop, ja, haben, ja, haben wir nicht, lesen wir nicht. Ja, keine Farbe. Ja, hören so eigentlich so alles. Hab. Ich sag mal deins. Sag mein Lieblingsgenre? Ja. Also wenn ich so sagen müsste, würde ich vielleicht so sagen R&B. Oh, Hip-Hop. Auch, ja. Ja, ja, auch. Das, auch. Sind, das ist voll scheiße. Ja, meinst du Rap so halt? Rap. Ja, ich habe American Rap, Travis und so weiter. Ja, gut, passt. Ich kenne dich. Kennst du mich? Ja, Hip-Hop. Hip-Hop hörst du auch. R&B, Hip-Hop. Okay, scheiße. Wir können ja auch mal was ganz Einfaches machen. Wie viele Geschwister hat der Partner? Oscar 2. Andy hat 3 Brüder. Warum überlegt die? Ich hoffe, du hast jetzt nicht das aufgeschrieben, so, ne? Okay. Ja, ja, ja. Ich habe 2 Geschwister. Eine Schwester und einen Bruder. Nein, Spaß. Ich wollte schon, Digga. Ich habe einen Bruder, Leute. Ich dachte, was ist das jetzt? Ein Bruder. Einen großen Bruder. Alter, ich dachte wirklich, weil du das gerade so, ne? Sie hat ihn voll hochgenommen. Hä, du würdest doch wissen, wenn ich eine Schwester habe. Ja, deswegen habe ich mich doch gewundert. Sie hat einen Bruder. Edie Jello hat 4 Geschwister. Sehr gut. Richtig. Das ist auch einfach. Nächste Frage. Was war der erste Kinofilm, den ihr zusammen gesehen habt? Das weiß ich. Hab ich dich. Das muss ich, glaube ich, passen, ey. War das nicht irgendwie Marvel oder so? Tarzan war der erste, den du gesehen hast. Aber den wir gemeinsam gesehen haben. Ja, wann das kann wir, sein. In welchem das Film ist... waren wir zuerst? Irgendwie Marvel, wo ich eingeschlafen bin? Ja, dieses, wo ganz viele Charaktere von denen sind. Wo wir vorne saßen, ne? Da saßen wir ziemlich weit vorne. Da waren wir, glaube ich, mit Walid und Jacqueline im Kino. Ja. Dich ausgeführt, hä? Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja. Hast du auch aufgeschrieben? Ja. Guter Film, solltet ihr euch mit eurer Freundin oder Freund angucken. Oha! Wie lange kennen die sich? 10 Jahre? Der Schicksal ist ein mir, den gibt es ja schon lange, Avengers. Den Film. Die könnte ein bisschen schwieriger werden. Ja, ist gut, wir wollen noch mal was Schwieriges. Also ihr müsstet aufschreiben, was das schönste Erlebnis des Partners war. Zum Beispiel muss Eli jetzt wissen, was war das schönste Erlebnis, was ihr beide zusammen erlebt habt, was du jetzt aufschreiben würdest. Was wir beide... Die Geburt von Leo. Das wollte ich auch sagen. Oh, das kommt wie aus der Pistole geschossen einfach. Erlebt haben. Wovon du denkst, dass ich das am schönsten fand. So, ich bin schon fertig. Bei mir? Ja. Oh Mist, ja. Chat bringt mich nicht auf Ideen, jetzt habe ich mich schon festgelegt. 30:0 in FIFA. So, sag du zuerst, was war's bei dir? Erster gemeinsamer Urlaub. Ja. Hab ich aufgeschrieben. Ja? Ja. Was war's bei dir? Oh. Auch? Ja. Stark. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, gut. Da gibt's auch mal einen Check. Dann zur nächsten Frage. Was ist das Sternzeichen eures Partners? Ach du Scheiße. keine Ahnung. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Scott, ich weiß es nicht. Ich kann nicht lange nachdenken. Och, das weiß ich nicht. So eine Scheiße. Sternzeichen. Du kennst mich. Ah doch, ich komm schon. Hallo, das ist gar nicht mal so schlimm. Nee, ich bin voll auf seiner Seite. Ich kenne von niemandem das Sternzeichen, außer von Mandy, nur weil ich dasselbe habe. Ja, solange man den Geburtstag weiß. Also, Sternzeichen. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich gar nicht so mit Sternzeichen beschäftigen. Ich juck mich halt gar nicht dafür. Ja. Ich habe dir so oft erzählt, warum wir zusammenpassen. Ich glaube an sowas alles gar nicht, aber egal. Ich auch nicht. Astrologie, willst du mich veräppeln? Ich glaube, ich hab's. Okay, ich sag bei mir, ist easy. Du bist Schütze. Ich bin Schütze. Bist du Widder? Nein. Du darfst nicht lachen, weil das ist doch nicht schlimm. Aber alles lustig. Ja, er zieht einfach lustig durch und macht einfach falsch. Ach, bin ich falsch. Ja? Oh, die hat sich schon wieder hops genommen. Die ist einfach so krass, so ein schüchternes Mäuschen und die, nimmt uns alle hoch. Dann hat die im März Geburtstag. Mein Papa ist auch Widder. Und er war sich auch unsicher. Oh. Okay. Ja, okay. Sehr gut. Schön. Okay, gut, okay, gut. Das Horoskop-Ding, ne? Ich kann's nicht mehr. Die nächste Frage lautet: Schütze auf was die ist das, was Schütze, ist das Lieblingshobby eures Partners? Rumliegen. Aber streamen. Fitness. Ja. Und bei dir? Eigentlich dein Job.
Social Media. Ja. Und kochen. Ja, das wollte ich auch sagen. Und essen, erzählt ja, essen auch. Zählt nicht, okay. Auf die Leute zu verarschen. Digga, mal, ich habe keine Hobbys, fällt mir gerade auf. Okay. Weil bei dir ist es entweder Fitness. Warte, ich muss doch zuerst sagen, was es ist. Also aktuell, mein Lieblingshobby ist wirklich Lesen. Hast du es aufgeschrieben? Ich hab's aufgeschrieben. Oha. Ich gucke keine Serien mehr, Leute. Ich freue mich, mein Buch weiterzulesen. Das ist wirklich hat ihr die Jello aktuell gerade mein Hobby. Sie liest echt richtig viel in letzter Zeit. Die ganze Zeit am Lesen, hier am Lesen, da. Das ist auch entspannt, muss ich sagen. Richtig geil. Wirklich. Da muss ich immer Grey's Anatomy oder so. Okay, bei mir schwierig. Ich sage, weil ich nicht zum Fitness momentan gehe, kein Fußball spielen kann. Zocken ist mein Beruf, also zählt das auch nicht. So viel Freizeit habe ich nicht und in meiner Freizeit bin ich viel, also gehe ich halt entweder, also wenn man das als Hobby zählen kann, aber ich gehe gerne mit dir was essen, aber das hast du nicht aufgeschrieben. Alter, als ob dein Hobby mit mir essen gehen würde. Ja, ich hab kein Hobby. Guck mal, eigentlich ist er voll süß. Jetzt regt sie sich auf, weil sie nicht drauf gekommen ist, das zu schreiben. Hört mir auf, ich hab keine Hobbys. Was denn? Ich hab aufgeschrieben, Fußball gucken. Schräg spielen. Ja, ich hab keine Hobbys. Süß, dass es dein Hobby ist, mit mir essen zu gehen. Oh, jetzt hat sie sich nochmal gerettet. Das ist falsch, aber ich wusste nicht, was. Ich habe keine Hobbys. Das ist irgendwie romantisch. Ja. Ich habe gar keine Hobbys. Irgendwie finde ich das niedlich. Was ist die Lieblingssportart eures Partners? Oh, schwer. Fitness. Ist das eine Sportart? Also es gibt ja keine Fitness-Weltmeisterschaft. Also Fitnessstudio? Oh, guck oder mal. Warte, der Screenshot, den nehmen wir nicht. Sonst magst du auch ungünstig. Fußball. Ja. Ja, Fitness und Fußball. Deine Lieblingssportart. Warte. Ja, auch Fitness. Ja. Und danach kommt eigentlich gar nichts mehr, oder? Nee, früher habe ich, also ich habe 7 Jahre lang Fußball gespielt, aber ich würde es jetzt nicht aktuell zu meiner Lieblingssportart zählen. Ich wäre auch einfach für Fitness. Also wir zocken vieles gern, also zusammen. So, wir spielen gern Fußball draußen, Basketball, Tischtennis, Volleyball, im Urlaub, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob es als Sportart zählt. Nein, du musst erstmal deine Lieblingssportart sagen. Fußball. Ja, habe ich aufgeschrieben. Sehr schön. Sie hat jahrelang. Ich muss doch erstmal sagen, was meine Lieblingssportart ist. Meine Lieblingssportart ist Ballett. Zählt es? Ich habe Tanzen. Ich wollte sagen, sie hat jahrelang getanzt, halt. Ballett. Ballett tanzen. Zählt es? Lass mal durchgehen. Ballett ist ja auch ein Tanz. Das ist auch eine Sportart. Zählt. Ist gültig. Jeder, der jetzt hier im Chat schreibt, dass es kein Sport ist, der soll mal eine Stunde mitmachen. 10 Jahre oder so hast du Ballett gemacht, ne? Wann habe ich angefangen? Oh, cool. Mit 5 und ich habe aufgehört mit 23, 22. Okay, was ist das Lieblingstier eures Partners? Ach. Hund? Boah, das ist auch eine gute Frage. Hund? Aber du. Also würde ich bei dir sagen. Ja. Weil du willst immer einen Hund haben. Ja. Aber bei dir, das sind, glaube ich, so Fragen, die man. Die weiß man selber nicht. Also ich wüsste jetzt selber nicht. Aber ich würde jetzt auch vielleicht zu dir sagen, Hund, aber. Ja, von haustiermäßig schon. Ich auch. Nur Oskars Bruder hat leider eine Hundeallergie, deswegen. Ja. Deine gehasstesten Tiere sind Schlangen und Alligatoren. Und deine gehasstesten Tiere sind Spinnen. Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist aber schwer. Das ist bei ihr unmöglich herauszubekommen. Ich liebe nämlich alle Tiere. Ich habe aber einen guten Call. Ja, Katzen sind auch süß. Bitte. Tatsächlich hatten wir letztens darüber gesprochen, ob wir uns irgendwann eine Katze holen. Das musst du also. Hab wirklich. Ja, ich hab jetzt. Meins ist Panda. Wir haben gestern Kung Fu Panda 3 geguckt und ich habe ihr gesagt, dass Pandas meine Lieblingstiere sind. Ich habe es dir gestern gesagt. Du. Ich hab ihm nicht zugehört. Wir haben hier aufgepasst. Hörst mir nicht zu, wenn ich mit dir rede. Eli, ich wollte Panda aufschreiben, aber weil du gesagt hast, ich bitte dich, dachte ich, jetzt muss ich an Manny und Diego denken. Also habe ich Katzen aufgeschrieben. Ich habe gestern gesagt, dass Pandas meine Lieblingstiere sind. Ja, ich wollte auch Panda schreiben und dann hast du mich aber abgelenkt durch. Gestern haben wir Kung Fu Panda 3 geguckt. Das war echt ein toller Film übrigens. Wir haben ihn um 4.30 Uhr geguckt. Kung Fu Panda 3. Bis um 5:30. Ich fand das so cool. Also Hund und Katze ist so. Basic, ist ja, so, das hätten wir vorher klären ja, müssen. Ja, eigentlich schon. Ich hätte aber auch wirklich Panda geschrieben. Ich war kurz davor. Ich ärgere mich jetzt auch. Paul! Mein Lieblingstier? Elefanten. Ja, richtig. Du hättest es vorher sagen müssen, aber wir haben falsch. Aber ihr Lieblingstier ist Elefant. Okay, nächste Frage. Was ist das Lieblingsgetränk eures Partners? Sollen wir auf 3 erstmal dein sagen?
Ja. 1, 2, 3, Cola Zero. Und auf 3 meins. 1, 2, 3, Wasser. So ist doch cool. Hab was. Ich hab auch was. Aber das ist auch scheiße. So, mein Lieblingsgetränk ist Kiba. Kiba, ja. Das ist so schlecht. Sie sitzt immer im Restaurant und sie will sich immer Kiba bestellen. Jedes Mal. Ich habe Kiba aufgeschrieben. Ich mach's aber voll oft nicht, weil Kiba ist so sättigend und hat so viel Zucker. Kiba, immer Kiba. Wir sind in irgendeinem Restaurant, immer Kiba. Schmeckt aber auch gut. Dass das dein Lieblingsgetränk ist, ist Quatsch. Was ist dein Lieblingsgetränk? So Limonadensoda. Oh mein Gott. Hast du jetzt Vitabelt wirklich aufgeschrieben? Ja. Oh, Alter, sie hat, eigentlich hätte er das schreiben müssen. Ja, das ist seine Marke. Ja, sein eigenes Getränk. Als ob sie Limonadensoda aufschreibt. Stimmt, er schreibt auch, wenn er nicht Vitabelt sagt, dann weiß er auch nicht. Ja. Vitabelt, ansonsten ja, Limonade. Okay, wir müssen das anders machen. Wir müssen in Zukunft es so machen, wir denken, was der andere aufgeschrieben hat. Nur weil der Chat Vitabelt schreibt. Das ist doch nicht authentisch, wenn ich sage Vitabelt. Aber du trinkst doch nur Vitabelt. Ja, aber mein Lieblingsgetränk ist so Limonaden, so dieses San Pellegrino. Homemade Limo. Ja, sowas. San Pellegrino Limonade, das ist mein Lieblingsgetränk. Dann die Gegenfrage zur Musik vorhin. Welches Musikgenre kann euer Partner überhaupt nicht ausstehen. Zum Beispiel. Rock, oder? Ich dachte, wir sagen wieder auf 3. Ach so. Aber auf jeden Fall ja. Hast du recht, Rock. Rock. Und Schlager, ja. Ja, das würde beides auf mich zutreffen. Du, Techno. Ja. Jetzt habe ich auch nicht auf dich gewartet. Aber nächstes Mal sagen wir gleichzeitig, okay. Das ist cool. Okay, dann machen wir das Lied rein. Läuft im Radio, das Genre und sofort wird Radio ausgemacht. Also, guck mal, bei solchen Fragen, wir müssen auf 15 erhöhen eigentlich. Ne? Das kann so viel sein. Mir fallen bei dir 3 Sachen ein, die du nicht magst. Ist ja nicht so, dass ich dich frage, welches Genre hast du am meisten? Ja, das ist wirklich, das weiß ich nicht. Das ist eine scheiß Frage, Digga. Ich würde jetzt einfach mal so mäßig das schreiben. Ich aber auch. Was du musst ja erstmal, also meins ist... Ich sag zuerst, ich höre nicht so gerne dieses Autotune. Krasse Rap-Ding. Ich hab Schlager geschrieben. Schlager mag ich. Was hörst du nicht gerne? Ich hör tatsächlich nicht gern Schlager. Ich mag auch Schlager. Schlager? Ja. Kann man sehen? Oh Gott, aber mein... Das hätte alles sein. Was soll ich da aufschreiben? Autotune-Musik als Genre? Wir können es ja auch so machen, dass es als unentschieden zählt, wenn eine Person es richtig hat und die andere falsch hat. Ja, okay. Das zählt dann das nur dann, als durchgefallen, ist, wenn beide was falsch das haben. Das ist doch fair. Dann kann der eine einen retten. Okay. Dann, welche Art von Büchern liest euer Partner am liebsten? Wir lesen, also keine. Uns fällt es beiden wirklich schwer, uns aufs Lesen zu fokussieren. Wir haben auch sehr, sehr viele Bücher angefangen zu lesen bezüglich des Themas Trauer, also bezüglich der Trauer, aber... Wir lesen eine Seite und wissen nicht mehr nach der Seite, was da drauf stand. Dann lesen wir sie wieder und dann wissen wir es immer noch nicht, weil wir denken an was anderes, während wir lesen. Das können wir lassen, weil Eli liest keine Bücher. Also, no front, aber was soll ich denn sagen? Ja, aber er hat ja zum Beispiel vorhin welche genannt. Und es waren ja alle vom gleichen Genre. Ja, dann schreibe ich das jetzt auf. Ja, aber bei dir kracht's. Also, ich lese am liebsten zurzeit Romane. Och. Und eine Zeit lang Krimis, aber nicht mehr. Krimi aufgeschrieben. Ja, bei mir ist es Biografie dann. Habe ich aufgeschrieben. Na, in dem Fall hat Melle gerettet. Sachen, L-Frage. Ich schwör's dir, ist L-Frage. Weil ich dich kenne. Weil ich dich kenne, und du mich nicht. Ich habe dir letztens erst erzählt, dass ich nur noch Romane lese. Ich habe dir gestern erzählt, dass mein Lieblingstier ein Panda ist. Hast du auch verstanden? Nächste Frage. Was ist die Lieblingsjahreszeit eures Partners? Mandy hat geredet. Was ist die Lieblingsjahreszeit? 1, 2, 3, Sommer. Ja, wir lieben einfach Sommer. 1, 2, 3, Sommer. Sommer, ja. Gut, weiter. Jeder, der Winter vor Sommer feiert, ganz komisch, check ich nicht. Ja. Welche Eigenschaft schätzt du an deinem Partner am meisten? Darüber haben wir eben gesprochen. Ja. Also, wir haben so das Gleiche. Wenn man jetzt ein Wort sagen würde, okay, ich habe ein Wort im Kopf. Und du? Ja. Auf 3? 1, 2, 3, Loyalität. Ja. Selbstlosigkeit, meinst du? Ja, dass man selbst auf sich so nicht so achtet. Also und, Gegenteil eher, von Egoismus. Genau. Ach so, aber das ist bei dir auch noch krasser als bei mir. Nein, bei dir auch. Aber bei dir noch krasser. Na, bei dir auch noch krass. Also was soll ich jetzt herausbekommen? Dann muss ich aber sagen, was ich vermute, dass du an mir am meisten schätzt. Okay, und... Du musst dann sagen, was du denkst, was ich an dir am meisten... Ja. Okay. Also ich sage, was du am
an mir feierst? Dass du immer ehrlich bist und loyal. Ehrgeizig. Ja, auch, ja. Ja, auch, ist falsch. Aber ich würde nicht deinen Ehrgeiz über Loyalität setzen. Och, Mann, Alter. So, okay, was schätzt du an mir am meisten? Du bist sehr so liebesvoll, nett. Ja, hab ich aufgeschrieben, freundlich, nett. Ja, freundlich, nett. Und schon wieder kein Punkt, Eli. Dann nächste Frage. Was ist die größte Angst eures Partners? Darf ich... Oh. Aber in wie weit gesponnen soll das halt sein? Also sagen wir nicht so das Schlimmste, das Allerschlimmste, sondern wovor haben wir am meisten Angst? Du hast Angst vor, soll ich sagen? Eins, auf zwei, drei. Nein, wir müssen erst deins und dann meins. Okay, erst meins. Eins, zwei, drei, Schlange Platzangst. Und Krokodile. Hä? Also ich habe auch Platzangst. Oh ja, du hast recht. Okay, ich habe verloren. Aber Schlangenkrokodile gehören auch dazu. Ja, wenn ich die schon sehe, dann kriege ich auch Schnappatmungen. Und bei dir? Eins, zwei, drei, Spinnen. Weiß ich nicht. Ja, klar, Spinnen. Aber ja, aber, schwierig. Also das ist ja so eine große, gibt ja so viele Ängste, die man haben kann. Ich habe jetzt nicht am allermeisten auf der ganzen Welt Angst vor Spinnen. Ich habe zum Beispiel mehr Angst, keine Ahnung, vom Dach zu fallen. Aber, ja, aber das, da kommt man nicht drauf, egal wer geht's. Ja, da denkt man auch nicht so dran. Bis aufschreiben, bitte. Unser Geheimnis bewahre ich, Eli. Ich nehme die andere Angst, die du hast. Hab. Okay, dann sag, was deine größte Angst ist. Meine größte Angst? Wovor du immer Angst hast? Zwei Sachen. Flugzeugabsturz. Habe ich aufgeschrieben. Ja. Also Flugangst habe ich jetzt geschrieben, aber ich meinte damit, dass du Angst hast, dass es abstürzt. Ja. Und halt mehr. Deine größte Angst, sag. Also Einbrecher und Geister. Mann, ich denk so süß, Jet. Ich denk so süß. Und natürlich die Menschen, die ich liebe, dass denen was passiert. Ja, natürlich, dass den Leuten, die hier wichtig sind, etwas passiert. Ja. Ja, das ist klar, aber das haben wir jetzt mal ausgeschlossen. Das habe ich auch geschrieben. Ja. Vor Einbrechern. Hast du mir Angst davor, dass mir vielleicht was passiert? Nein, du hast recht. Ich habe nicht so tief gedacht, so tiefgründig. Das Meer und Flugangst. Aber ich würde sagen, Flug ist nochmal ein bisschen... Wobei. Und eine Sache, die verraten wir euch nicht. Wieder X. Okay. Der Mann hört nicht zu. Er ignoriert das gekonnt. Ich höre zu. Ich dachte, es wäre süß. Ich dachte, du sagst das. Ich habe sogar kurz daran gedacht, das zu sagen. Ja, dann dachtest du, scheiß drauf, lieber vor Einbrechern, oder? Okay, nächste Frage. Wo war euer erster Kuss? Okay. Ich weiß es. Eins, zwei, drei, bei deinem Bruder. In der Wohnung. Auf drei. Eins, zwei, drei. Was hast du aufgeschrieben? Auf einer Party. Bei jemandem zu Hause. Ach, Mann. Was hast du aufgeschrieben? Vor deiner Tür, das auf dieser Matte. Das war schon sein erster Kurs. Ach, Eli. Aber weißt du noch? Das zählst du als ersten Kuss? Aber das war doch ein Kuss, oder nicht? Der erste richtige romantische Kuss war auf der Matte da. Für mich nicht. Das zählt als Fehler, ja, das zählt als Fehler. Warum hat Eli Matte aufgeschrieben, Leute? Da war keine Matte. Na, diese Hängematte. Doch. Nein, das war, wenn du schon den zweiten zählen willst, dann war das nicht auf dieser Hängematte. Wo war der? Eli. Da war doch dieser Bogen am Hauseingang. Ach, jetzt geht's los. Da war es eine andere. Ja. Spaß. Ich sag dazu nichts. Kommen wir lieber mal zur nächsten Frage. Spaß, danke, ja. Wie viele Kinder wünscht sich der Partner? Jetzt denken immer alle, wir sind am Handy, aber wir schreiben... Ja, das, was wir uns ursprünglich gewünscht haben, oder ja, wie? Also wir wollten eigentlich immer 4-5 Kinder haben. Ja, ach so, aber jetzt sind wir froh, wenn wir ein Engel und ein lebendes, gesundes Kind haben und danach schauen wir weiter. Genau. Nur die Sachen. Ja, doch, wir reden. So, ja, gut, passt. Okay, fertig. Ich hab's auch. 11! Eli wünscht sich 4. Ich wünsche mir 2 Kinder. Mann, jetzt mal ganz ehrlich. Ist das dein scheiß Ernst? Wir reden doch die ganze Zeit von 4. Hast du 2? Das ist schon süß. Bei dir 2? Nein, ich hab auch 4 aufgeschrieben. Hä? Ich hab Spaß gemacht, ich hab auch 4. Nein, hör auf zu schummeln. Ist das doch, krass, sie hat wirklich 4 aufgeschrieben. Ah, ich hab 4 aufgeschrieben. Das war gesagt, aber 4 geschrieben. Ja, hat sie wieder Spaß gemacht? Ja. Warfst du uns alle die ganze Zeit? Ja.
Ja. Ah, okay, gut, richtig. Ja, aber du hast doch zwei. Die Antwort bei dir ist falsch. Meine Antwort bei dir ist falsch. Du aber wünschst dir zwei Kinder, ich habe vier aufgeschrieben. Nein, ich wünsche mir natürlich auch vier, aber ich denke, realistisch sind zwei. Nicht schummeln, warte kurz. Ihr dürft euch nicht anschauen, was die Augenfarbe eures Partners. Ach, das ist... Eins, blau. Zwei, drei, braun. Das ist aber eine schwache Frage, Schan. Also ich schreibe jetzt deine auf, ne? Und ich deine, ja. Okay. Boah, ich habe so Unterleibschmerzen. Sollen wir morgen weitermachen? Wir können noch kurz. Oder nein, ich glaube, ich lege mich ins Bett. Ja. Oh, es tut mir echt leid, Leute, aber... Ach Quatsch. Wir sind bei 14 Minuten 50 und irgendwie hören die Schmerzen nicht auf. Nee, ich habe den Bauchgurt nicht an. Ich glaube, wenn ich liege, dann bringt das ja nichts. Hast du die ganze Zeit Bauchschmerzen? Also seit vorhin, als du da versuchst, den Ton einzurichten. Und du sagst nichts, du versuchst das durchzuziehen. Ja, aber manchmal geht es halt sofort weg. Also nicht sofort, aber manchmal hält es kurz an und dann wird es besser. Aber irgendwie wird es nicht besser. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dann gehen wir lieber hoch. Dass es besser wird. Und gucken dann morgen weiter. Morgen gucken wir weiter. Da beantworten wir die restlichen Fragen. Wir können das Video ja in zwei Teile machen. Wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Twitch Fitnessgappel.